Es war sicher nicht das erste Mal und doch war es ein erstes Mal, als mir Brigitte Bardot wie eine Erscheinung, wie ein Musikstück entgegentrat. Es war die Musik von Georges Delerue in die Verachtung von Jean-Luc Godard. Ein Beginn, bei dem gleichzeitig schon das Ende zu spüren war, wie für Brigitte Bardot selbst. Als ich aus dem Film Die Verachtung herauskam, wollte ich weitere Erscheinungen von Brigitte Bardot erleben. Dabei habe ich festgestellt, dass es allesamt musikalische Erscheinungen waren. Besonders bei Roger Vadim in La Brie sur le Coup. In Le Repos du Guerrier, mit der Musik von Michel Magne, die Didi Bardot genauso geheimnisvoll erscheinen ließ wie in Die Verachtung. In Don Juan 73 kommt das Requiem von Mozart zum Tragen. Ruhig Blut, kann ich da nur sagen. Bon, Mozart? Ah oui, Mozart. Et alors? Mozart est olympien. Ah, il est divin, une fois pour toutes. Mozart war wohl nicht so das Ding der Bardot, besonders nicht in Babette zieht in den Krieg. Bach übrigens auch nicht, trotz der Erklärungen von Sammy Frey in die Wahrheit. Tu as vu, avec rien, ce qu'il arrive à faire, c'est... T'as pas signé monde? Von Stravinsky ganz zu schweigen. Cello interessierte sie auch nicht, selbst wenn Jean-Pierre Cassel Höchstpersönliches spielte. 15 Jahre zuvor hatte er in einem anderen Film Trompete für sie gespielt. Zumindest in Le Repos du Guerrier hatte sie etwas für einen anderen Trompetenspieler übrig. Ich war trotzdem davon überzeugt, dass Brigitte Bardot und die Musik eins waren. Natürlich, das mit der Musik kann ja nur funktionieren, wenn man dazu tanzt. Auf einmal strömte alles auf mich ein, wie bei einem rauschenden Fest. Klassisches Ballett, moderner Tanz, und dann... Doch lieber viel eigenwilligere Ausdrucksformen, persönliche Varianten sozusagen. Oh, écoute ça, c'est formidable! Perdition, quel rythme perdition! Zunächst ein etwas schüchterner Cha-Cha-Cha. Es folgt in Und immer lockt das Weib eine Atombombenexplosion. Die wirkt bei mir auch im Jahr 2014 noch nach. Irgendwie gefiel Brigitte Bardot wohl die Latino-Musik, wie in Die Wahrheit. Apropos Atombombe. Oder im bereits genannten La Brie sur le Coup mit einer sehr eigenwilligen Mambo-Einlage. Mambo auch in Une Parisienne. Da ist der italienische Jerk. Oder der Flamenco. Der Charleston. Der Tango. Oder die Rumba. Jeder Vorwand war gut, um einen Körper in Bewegung zu versetzen, der sich einem entzog, sobald man versuchte, ihn zu erwischen. Genau das faszinierte mich an der Bardot. Diese absolute Freiheit, völlig angstfrei. Angstfrei und fröhlich auch beim Tanzen mit Masha Merrill. Beim Schwanzwedel-Duett mit Annie Girardot in Les Novices von Guy Casaril. Völlig angstfrei auch beim Singen. Ein Paradebeispiel ist das Duett mit Jeanne Moreau in Viva Maria. Mit Jean-Pierre Cassel war das in L'Ours et la Poupée etwas angespannter und doch so charmant. Vous ne m'avez
jamais plus. Je ne vous reverrai jamais plus. Die romantische Version allein mit der Gitarre auf dem Bett in Privatleben sowie Audrey Hepburn im gleichen Jahr ein Frühstück bei Tiffany. Boulevard du Rhum ist mein Lieblingslied mit einer strahlend schönen Brigitte Bardot. Des ports, des mers, des cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés. Für mich verkörperte Brigitte Bardot das Kino und die Musik gleichzeitig, trotz ihrer Filme, trotz ihrer selbst. Als wäre sie selbst ein Film, ein Tanz oder ein Lied. Dans chaque bord, il y a une fille. C'est moi, c'est elle. Die Erinnerung an die Verachtung kam urplötzlich wieder in mir hoch. Noch nie zuvor hatte sich jemand so bewegt und nie wieder würde sich jemand so bewegen. Auf dieser sonnenüberfluteten Weltuntergangsterrasse auf Capri ist Brigitte Bardot eine wandelnde Göttin, die bald entschwinden wird zur Musik von Georges Delerue. Eine wandelnde Göttin, die mich für immer verwandelt hat.